Mein Name ist Lukas Jacobi. Ich bin bei Mauser verantwortlich für das Marketing. Und als zweite IWA-Neuheit kann ich Ihnen das Gewinde, was wir jetzt neu haben, an unserer Repetierbüchse M12 vorstellen. Das ermöglicht Ihnen natürlich die Verwendung für Mündungsbremsen. Weiterhin, das ist natürlich dann insbesondere eine Thematik eher für die skandinavischen Länder als auch für England, können Sie natürlich auch den Schalldämpfer anbringen. Und wenn man die Mündungsbremse abschraubt, kann man auch mit der ganz normalen Abdeckkappe arbeiten oder aber mit der Abdeckkappe mit dem Muzzle Safe Patch.